Wissenschaftler haben alle möglichen Entdeckungen gemacht. Von perfekt erhaltenen Mumien bis hin zu unbekannten Zivilisationen. In diesem Video geht es um einige der seltsamsten Funde. Amazing! Woohoo! Frankenstein-Sumpfmumien. Als in Schottland zwei Sumpfmumien gefunden wurden, waren die Entdecker mehr als verwirrt. Die Leichen wurden ursprünglich vor Jahrzehnten unter den Überresten von Häusern aus dem 11. Jahrhundert in Clathallan vor der schottischen Küste aufgestöbert. Über 600 Jahre lang wurden sie im Moor mumifiziert. Ihr Alter liegt bei etwa 3000. Das war jedoch nicht das Rätselhafteste. Vielmehr war es ihr Zustand. Nicht nur, dass der Kiefer der Frau viel zu groß für ihren Schädel war, auch die Gliedmaßen des Mannes schienen fehl am Platz. Es dauerte 10 Jahre, bis alles aufgeklärt werden konnte. Beide Körper waren eigentlich die Überreste von 6 Menschen, die miteinander verschmolzen waren, daher Frankenstein. Noch beunruhigender ist, dass sie von Menschen stammten, die hunderte von Jahren zuvor gestorben waren. Was in aller Welt ist passiert? Schreiende Mumie. Diese schreiende Mumie wurde 1881 in Ägypten entdeckt und 1886 ausgewickelt. Als die Archäologen sie auspackten, stießen sie auf ein Gesicht, das so aussah, als würde es schreien. Sie wurde in einem Steinsarg gefunden, ohne dass es einen Hinweis darauf gab, wer sie gewesen sein könnte. Sie war wohl dazu verflucht, in der Hölle zu schmoren. Zum Glück wurde dies inzwischen widerlegt. Man geht jetzt davon aus, dass die 3000 Jahre alte Leiche eine Prinzessin war, die an einem Herzanfall starb. Experten erklärten, dass ihr Kopf wahrscheinlich nach dem Tod zur Seite fiel und ihr Kiefer durch die Totenstarre festsaß. Aschkelons Babygrab. In einem Badehaus in Aschkelon, Israel, wurden 1988 in den Abwasserkanälen über 100 Babyknochen entdeckt. Auch wenn eine so große Menge den Anschein erweckt, dass etwas Unheimliches geschehen ist, ist dies wohl nicht der Fall. In der Antike wurden Säuglinge nicht als wertvoll angesehen. Tatsächlich wurden sie wegen Überbevölkerung getötet und die Gefundenen waren wahrscheinlich die Kinder des Abschaums der Gesellschaft, zum Beispiel von Prostituierten. Diese Schlussfolgerung wurde gezogen, weil sie nach einer sorgfältigen Analyse bei bester Gesundheit waren. Wie gruselig! Mysteriöse unterirdische Stadt. Es ist kaum zu glauben, dass eine alte unterirdische Stadt jahrtausende lang völlig unbemerkt hinter einer Wohnzimmerwand liegen konnte, aber genau das ist hier passiert. Im Jahr 1963 entdeckte ein Türke zu seinem Entsetzen eine seltsame Wandstruktur hinter einem seiner Zimmer. Schnell wurden Archäologen hinzugezogen. Bei Untersuchungen wurden Tunnel gefunden, die wir heute als die Stadt Derinkuyu kennen. Es wird angenommen, dass sie in der byzantinischen Ära als Zufluchtsort für ihre Bewohner während der Kriege gebaut wurde. Besonders zur Versorgung der christlichen Einheimischen fast 20.000 Menschen. Derinkuyu ist seit 1969 für die Öffentlichkeit zugänglich. Hitzewelle führt zu antiken Städten. Der Sommer 2018 war in Großbritannien sehr heiß. Diese Hitzewelle war nicht nur schön, sondern führte auch zu historischen Entdeckungen. Als es sich aufheizte, begann das Land Grabstätten wie eine Schatzkarte abzuzeichnen. Das liegt daran, dass gestörte Landabschnitte mehr Wasser enthalten als ungestörte, sodass ein anderes Trocknungsmuster die genaue Lage hervorhob. Zu den Fundstücken gehören unter anderem alte Feldgrenzen, Grabhügel, Landschaftsveränderungen aus dem Zweiten Weltkrieg und neolithische Weiler. Die Überlebenden von Murder Island. Kennst du die Geschichte von Murder Island vor der Westküste Australiens? Falls nicht, lass mich dir davon erzählen. Im Jahr 1629 sank das Schiff Batavia und unter den Reisenden brach Chaos aus.
Als die Überlebenden auf die Insel strömten, begannen brutale Meuterer jeden zu töten, mindestens 125 Männer, Frauen und Kinder. Alle wurden in einem Massengrab begraben. 2017 fanden Wissenschaftler ein weiteres Grab mit nur 5 Personen. Es wird angenommen, dass sie kurz nach dem Schiffbruch an Dehydrierung gestorben sind. Sie hatten wohl Glück. Grube der Köpfe. Eine gigantische ummauerte Siedlung mit einer Stufenpyramide wurde von Archäologen gefunden, die an der chinesischen Mauer arbeiteten. Die Stätte namens Shimao birgt ein grausiges Geheimnis. Sie wurde auf mindestens 6 Gruben mit menschlichen Köpfen errichtet. Beunruhigenderweise handelt es sich bei allen um die junger Frauen, die vermutlich im Rahmen eines Rituals geopfert wurden. Erschreckend und aufschlussreich zugleich, da lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass das Gebiet zur Zeit seiner Errichtung von Barbaren bewohnt war. Offensichtlich hat dieser Fund das Gegenteil bewiesen. Schlimm, dass so viele Frauen enthauptet wurden. Vampire im wirklichen Leben. Die furchterregenden Vampire, die man im Fernsehen sieht, haben nichts mit dieser polnischen Geschichte zu tun. Die Einwohner dieser Stadt waren so entsetzt über die Möglichkeit, dass die Toten als blutsaugende Monster wieder auferstehen könnten, dass sie beim Beerdigen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. In Gräbern, die auf einem Friedhof aus dem 17. Jahrhundert ausgehoben wurden, fand man sie mit Sicheln über dem Hals, Steinen unter dem Kinn oder mit Münzen im Mund, um zu verhindern, dass sie zurückkommen. Der Glaube rührt von Unruhen her, wie zum Beispiel Seuchen, Missernten oder Überschwemmungen. Für die Einheimischen war es einfacher, die Schuld auf die Verstorbenen zu schieben. Es wird angenommen, dass dieser Fall von einem Cholera-Ausbruch herrührte, der viele gleichzeitig tötete. In einigen Grabstätten wurden die Leichen sogar an den Boden ihrer Särge genagelt, um zu verhindern, dass sie aufsteigen. Verrückt. Frau mit dem Herz des Ehemanns begraben. Jedes Paar glaubt, dass seine Liebe alles übertrifft. Aber diese Frau stellt den Rest von uns in den Schatten. Louise de Kengo, die Dame von Brefac, ließ sich mit dem Herzen ihres verstorbenen Mannes begraben, damit sie für alle Ewigkeit bei ihm bleiben konnte. Als Toussaint Perriand, ein Ritter von Brefac, 1649 starb, ließ sie es entfernen und in einer Bleiurne einbalsamieren, damit sie es eines Tages mit ins Jenseits nehmen konnte. Dies mag zwar extrem erscheinen, war aber zu jener Zeit durchaus nicht unüblich. Es wurde in einem mittelalterlichen Kloster in der französischen Stadt Reims entdeckt und war so unversehrt, dass die Ablagerungen an den Arterien noch sichtbar waren. Es wurde zusammen mit 4 anderen gefunden, die bis auf eines ebenfalls perfekt erhalten waren. Leiche eines Kinderopfers. Als eine Gruppe von Bergsteigern 1985 in der Nähe von Aconcagua in Argentinien kletterte, rechneten sie keineswegs damit, ein so grausames Relikt zu entdecken. Bei ihrem Unterfangen stießen sie auf den gefrorenen Leichnam eines 7-jährigen Jungen, der in Stein gebettet worden war. Es stellte sich heraus, dass er vor mehr als 500 Jahren bei einem Inka-Ritual als Opfer gedient hatte. Er war durch die Wetterverhältnisse auf natürliche Weise mumifiziert worden. Bei dem Brauch, der Capacocha genannt wurde, wurden Kinder aus ländlichen Regionen in die Stadt Cuzco gebracht, wo sie ein Jahr lang lebten, bevor sie getötet wurden. Wenn die Zeit gekommen war, wurden sie in ein Grab gemauert, in dem sie an Kälte starben. Mumien wie diese weisen häufig Schädelbrüche auf, sodass man annimmt, dass sie vorher betäubt wurden. Rücksichtsvoll, oder? Ein knochiger Baum. Im Jahr 2015 wurde ein etwa 215 Jahre alter Baum in Colony, Irland, von einem heftigen Wintersturm umgestoßen. Als das Wurzelwerk herausgerissen wurde, wurden auch die Knochen eines kleinen Jungen freigelegt, der sich zwischen ihnen verfangen hatte. Eine erste Analyse ergab, dass die Überreste
von einem 17- bis 20-Jährigen stammten und ein Alter von etwa 1030 bis 1200 Jahren. Bei weiteren Untersuchungen wurde auch etwas ziemlich Beunruhigendes entdeckt. Es gab mehrere Verletzungen an Rippen und Händen, die aussahen, als seien sie von einem Messer verursacht worden. Bedeutet dies, dass er ermordet und vergraben wurde? Die Eismumien der Franklin-Expedition. 1984 brach eine Gruppe von Wissenschaftlern zur Beechey-Insel auf, um die Überreste der Franklin-Expedition auszugraben. Sie erwarteten, viele Relikte und Überreste zu finden. Falls du hiermit nicht vertraut bist, es handelte sich um die letzte Erkundung der Nordwestpassage im Jahr 1845. Die beiden Schiffe, die in See stachen, gingen noch im selben Jahr verloren. Andere wurden erst 1848 ausgesandt. Tragischerweise blieben beide im Eis vor der King William-Insel stecken und die Besatzung saß fest. Einer nach dem anderen starb an Hunger, Unterkühlung, Lungenentzündung und vielem mehr. Unter den Leichen, die in den 1980er Jahren gefunden wurden, befanden sich drei Männer, die perfekt im Eis konserviert waren. Diese zählen heute zu den am besten erhaltenen Mumien, die je gefunden wurden. Sie waren kaum verwest, ihre Haut völlig intakt, ihre Augen offen und sogar ihre Haare waren noch da. Da sie permanent von Eis umschlossen waren, blieben sie von der Luft völlig unberührt und befanden sich in einer Tiefkühltruhe. Das bedeutet, dass es sich bei ihnen technisch gesehen um Männer handelt, die in der Zeit eingefroren sind. Von perfekt erhaltenen Mumien über einbalsamierte Herzen bis hin zu echten Vampiren. Die historischen und wissenschaftlichen Funde haben uns ein Tor in die Vergangenheit geöffnet. Wer weiß, was es noch alles zu entdecken gibt? Was hat dich am meisten verblüfft?